Hallo, da ist der Wirtschaftsverbund Rosenheim nicht mit einer neuen Ausgabe von Unternehmen aus der Region, sondern heute bin ich in der Gemeinde Bruckmühl. Neben mir steht der erste Bürgermeister von Bruckmühl, Herr Richter. Grüße Sie. Grüß Sie, Herr Schaub. Herr Richter, die Gemeinde Bruckmühl ist ja dafür bekannt, dass sie ein interessanter Unternehmensstandort ist. Was zeichnet denn die Gemeinde Bruckmühl aus? Ja, zum einen ist es so, dass wir ja hervorragende Gewerbetreibenden haben mit sehr interessanten Arbeitsplätzen, mit einem guten Standing in der Wirtschaft. Wir haben eine sehr zentrale Lage, gute Verkehrsanbindung und ja, aus meiner Sicht eine sehr bürger- und wirtschaftsorientierte Rathausverwaltung mit einem Gemeinderat, der auch dahinter steht, sodass man auch Entwicklungsschritte immer wieder vorantreiben kann. Ja. Die Gemeinde Bruckmühl ist ja ein neuer Kooperationspartner des Wirtschaftsverbund Rosenheim. Was hat Sie denn dazu bewogen, diese Kooperation einzugehen? Ja, in erster Linie haben Sie natürlich sehr überzeugende Argumente vorgetragen, aber es ist ja so, dass konservativ oder wertbewahrend und modern in Bruckmühl nie ein Gegensatz war, sondern immer ein Miteinander. Und man hat eben gesehen, dass man auch die Kunden entsprechend ansprechen muss, um für seine guten Produkte oder Angebote die entsprechende Resonanz zu bekommen. Und da machen Sie eine hervorragende Arbeit. Und was mich persönlich dann auch noch sehr freut, dass man nicht nur auf die Wirtschaft schaut, sondern wir haben über 120 Vereine in Bruckmühl und dort das Angebot über die Filme auch Mitglieder anzusprechen, kostenfrei angeboten wird. Das ist eine ganz eine tolle Sache. Ja. Und wie gesagt, es verändert sich vieles im Nutzerverhalten, im Wunsche des Nutzers und auf das gingen Sie und mit Ihrem Angebot hervorragend ein. Thema Digitalisierung ist ja bislang immer ein bisschen unterbewertet. Deutschland hat da noch Aufholbedarf. Wie sieht es denn eigentlich aus im Bereich Digitalisierung hier, wenn wir zum Beispiel eingehen auf das Thema Ausbau von mobilen Internetzugängen? Ist da Bruckmühl mit dabei? Wir haben jetzt den zweiten Pakt geschlossen, dass man jetzt auch einzelne Gehöfte anschließt an Glasfaser. Es ist sehr schwierig, weil wir feststellen, es ist europaweites Recht, das da berücksichtigt werden muss. Der Ausbau, der voranschreitet, ist eigentlich schon gar nicht mehr zeitgemäß mit dem, was jetzt die Firmen schon wieder an Bandbreiten benötigen. Wir bauen jetzt zwischen 30 und 100 Megabits aus und das reicht schon zum Teil gar nicht mehr, um Daten zu übermitteln. Also da müsste man dringend schon die nächste Stufe zünden. Ja. Herr Bürgermeister, ich bedanke mich für diese kurze Einschätzung. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ich lade alle sozialen Einrichtungen und Vereine ein, sich bei uns zu melden. Wir werden unter das Video eine Telefonnummer und auch eine E-Mail angeben. Falls Interesse besteht, nehmt Kontakt mit uns auf und wir helfen euch gerne weiter im Bereich Digital Networking. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Wiederschauen. Herr Schaub, vielen herzlichen Dank. Auf ein gutes Miteinander.